Da geht er, da läuft er. Wie junger Gott. Yes. Ey, das kann ich gewinnen. Yes. Komm. Junge, das gewinne ich. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Zeitreise zum 23.01.2014. Ja Leute, dieses Video ist mittlerweile fast 2 Jahre alt. Und warum ich dort oben rechts in der Facecam Handschuhe trage, das wird euch das Video jetzt einfach mal ganz kurz selbst erklären. Nein, nicht die E-Taste. Nein. Jetzt hier, komm und switch auf die 2. Ich hab gesagt, switch auf die 2. Jetzt komm, ey, dich snack ich. Oh, oh. Nein, nein. Jawoll. Bam! Mit Handschuhen! Was geht ab? Immer noch das alte Intro. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What? Meinem kleinen Format, wo ich mich selbst boykottiere. In den vergangenen Sabotiere. Folgen haben wir zum Beispiel Sachen gemacht, wie den Schreibtischstuhl umdrehen und dann darauf irgendwie zocken, was super instabil war. Oder ich habe mir eine Mütze ins Gesicht gezogen, dabei noch eine Sonnenbrille auf und noch eine Brille. Alles ziemlich korrupt. Dieses Mal gibt es übrigens, wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, eine in Anführungszeichen Double Facecam. So, da machen wir ganz kurz mal Schluss bei der Double Facecam. Ja, Leute, das war ein kleines Format, was ich damals gezockt habe. Und bevor jetzt jemand sagt, Moment mal, das ist doch voll die ungeschlagen Nachmache. Ich möchte kurze Randnotiz. Dieses Format habe ich gestartet, bevor es ungeschlagen überhaupt gab. Nur, dass mal, bevor das wieder in den Kommentaren 20.000 Mal steht. Und dieses Format ging eigentlich hauptsächlich, wie ich schon gesagt habe, darum, dass ich mich in der Facecam sabotiere. Damals habe ich komischerweise immer gesagt, ich boykottiere mich. Aber ja gut, das sind 2 verschiedene Paar Schuhe und Pitzel ist halt ein Dummkopf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mir das Video das letzte Mal angeguckt habe, dachte ich mir, das könnte man doch eigentlich mal wieder machen. Habt ihr Bock drauf, vielleicht mal wieder ein bisschen What? Auf meinem Kanal zu sehen? Das sind aber wie gesagt keine Challenges in-game sozusagen, wo ich irgendwie sage, ja okay, ich kann mir nur ein Item aus der Kiste nehmen, sondern es sind immer Challenges in der Facecam. Ich habe mir da so ein paar Gedanken gemacht, man könnte sagen, ja okay, nach jedem Kill muss man irgendwie in der Facecam ein paar Liegestütze machen, pipapo. Solche Ideen, falls ihr drauf Bock habt, lasst gerne eine kleine Bewertung da, schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare, vielleicht auch schon ein paar Vorschläge, was ich dann zukünftig machen könnte. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie ich mich denn so mit Handschuhen geschlagen habe. Und damit ihr euch nicht wundert, mein PC war damals ziemlich crappy und dementsprechend ist das Videomaterial von damals ein bisschen, ja, laggy, könnte man schon fast sagen, weil mein PC war einfach nicht ganz so gut. Auf jeden Fall viel Spaß. Das hat folgenden Grund, denn hier sieht man schon, es wird meine Tastatur abgefilmt, denn dieses Mal habe ich Handschuhe an. Eigentlich werden wir die jetzt hier mal anziehen. Sehr, sehr traumhafte Handschuhe. Sehr, sehr schöne Handschuhe, die habe ich mir von meiner Mutter ausgeliehen. Sind ein kleines Ticken zu eng, aber das passt schon, das kriegen wir hin. Schönes hellblau. Ich habe so ganz dünne und da wäre das irgendwie nicht so nice gewesen. Okay, let's do this. Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, zocken wir Minecraft Party. Werden jetzt hier richtig loslegen. Ja, das war ein Mario Party Spielmodus. Gar nicht so schlecht hier. Ich meine, jetzt haben wir noch keinen Druck, irgendwie hier ein Game zu gewinnen. Jetzt geht's hier schon los. Oh, das hätte ich gerne noch gespielt mit den Handschuhen. Ich habe auch extra drauf geachtet. Irgendwie nicht schon irgendwie eine Aufnahme vorher oder mich damit so ein bisschen einzuzocken. Denn ich wollte das komplett unverfälscht irgendwie aufnehmen, wie es ist, mit Handschuhen zu zocken. Also mit der Maus, das geht so. Ich habe irgendwie nur so ein bisschen Angst, weil man hat ja richtige Wurstfinger, da irgendwie so die B-Taste und so zu drücken. Aber das klappt gerade noch. Aber wie soll ich denn? Hä? Wie soll ich denn auf die... Ich muss richtig komisch spielen. Ich kann gar nicht WASD benutzen. Hä, das war so schwer, aber man hat tatsächlich diese Wurstfinger. Aber egal, machen wir schon mal warm hier links-rechts Kombination mit den Handschuhen. Tut das eigentlich weh? Es gibt ja auch solche Handschuhe, da ist dann, oh, ist da Sand drin. Oh, da sind richtig coole Spielmodi dabei. Eigentlich müsste ich den Spielmodus auch mal wieder zocken. So eine Doku ist jetzt auch völlig Banane. Oh, geht's los? Oh, crap. Oh, jetzt mein, das meine ich mit dieser Situation. Und wir wollen natürlich so gute, oh nein, Ergebnisse bekommen, wie nur irgendwie möglich. Das bedeutet irgendwie mal so Top 10, vielleicht mal sogar ein Victory. Schauen wir mal. Momentan geht das aber richtig gut. Ich muss ja auch nur nach vorne drücken. Nur ich habe einfach kaum ein Gefühl in der Maus. Aber ich bin Vierter geworden. Oh, das hat man, nein, das hat man da gerade gesehen und wir sind Vierter geworden. Perfekt. So, warte mal. Jetzt hier, knackig. Oh, das ist ein Spielmodus für mich. Da kriegen wir jetzt hoffentlich hin. Weil das sind alle Spielmodi, die es bei Pferden zum Beispiel gar nicht gibt. Ich kann auch nicht, ich komme nicht so richtig um die Kurve. Hä? Was ist denn hier falsch? Was ist denn hier falsch? Oh nö. Ich weiß gar nicht, welches Ziel ich mir gesetzt habe. Nein! Oh Gott! Alter Schwede. Komm schon. Dreh dich. Oh, da kommen wir längs.
Oh, ich habe so absolut kein Gefühl. Ich dachte mir, er hätte auch Survival Games spielen können. What? Hier ist hier, wieso ist hier auf einmal alles weg? Nein, lauf links, dreh dich. Oh Mist. Das kann doch nicht wahr sein, ihr blöden Handschuhe. Oh Mann, und wieder Vierter geworden? Digga, wie schlecht sind denn die Leute? Ach, oh, und jetzt spielen wir hier dieses Spiel. Das kann ja was immer werden. Wie soll ich da denn musste hier man so präzise irgendwelche suchen. Sachen abbauen? Echt, vor allen Dingen immer zwischen 1 und 2 switchen. Und seit wann gibt es hier... Oh, jetzt geht's los. Go, Paluten. Hä? Ich komme hier nicht nach unten. Doch, jetzt. Komm schon. Wir gehen mal wieder in die Ego-Sicht. Okay, let's go. Oh yeah. Wieso? Ich finde hier gar so keine blöd, Sachen. Ey. Komm schon. Wenigstens ein. Oh yes. Ach okay, komm, da springen wir mal weiter. Da muss man nur so Sachen und abbauen. Das präzise abbauen. Ey. Komm. Das kennen ja sicherlich einige cool, mit Schneebällen abwerfen. Noch nicht. Ist aber relativ leicht erklärt. Wir müssen hier... Nein. Bitte. Bitte tötet mich nicht. Ihr Hunde. Wir müssen hier was sammeln. Und dann können wir gleich Schneebälle werfen. Nein. Ey, ich werde dich ein bisschen laggy zerstören. Oder? Wo bist du? Da war auch ein kleiner Ruckler. Nein. Lauf. Lauf doch. Nein, nicht die E-Taste. Nein. Jetzt hier. Komm und switch auf die 2. Ich hab gesagt, switch auf die 2. Jetzt komm. Ey, dich snack ich. Oh. Nein. Ja, voll. Intro. Bam. Mit Handschuhen. Was geht ab? Oh, Moment. Jetzt sterbe ich wahrscheinlich. Krass, dass wir den gerade... Nein. Ja, ich bin null. So ein Hazier. Jetzt wurden wir attackiert. Und erledigt. Wie viele leben denn noch? Ich weiß auch gar nicht, wie wir da wieder geworden sind. Aber ich meine, 2x4, damit kann ich echt leben. Das eine Mal sind wir 19. geworden. Okay, das war jetzt nicht ganz so gut. Aber wenn wir jetzt hier nochmal Top 10... Weißt du, das ist so passt. Ich muss aufpassen, Palute nicht wieder so oft weißt du sagen. Das hatte mich das eine Mal ja ein wenig gestört. Da unten ist jetzt noch einer. Ey, ich versuch mal. Ey, man kann kaum zur Seite gehen. Man hat einfach so riesige Wurstfinger. Das muss richtig kacke sein. Es gibt ja auch Leute, die haben so ganz, also so kurze und dann so wulstige Finger. Also falls das jemand von euch so welche Finger hat, ihr habt mein Beileid, weil es ja voll kacke ist. Ja, so Mann, Tastatur. Es tut mir leid, Leute. Ja, so riesige Tasten. So riesige Tasten. Vierter. Was wir werden los? Irgendwie immer Vierter. Wir spielen besser als sonst. Ich sollte mir vielleicht für die Livestreams angewöhnen, jetzt immer mit Handschuhen. Das kennt man von Cytoxian. Das okay, ist so das Minigames, hier dieses, dieses ne? Gestorben. Red Light, Green Light. Steht da unten links auch. Okay. Oh, es geht schon los. Okay, und spring. Spring. Komm schon, Pelüden. Komm schon. Nein, das habe ich nicht gesehen. Oh Gott, wieso du? Oh, ich war viel zu sehr darauf fokussiert, richtig immer die Taste zu... Nein! Paluten, Konzentration. Jetzt. Ich möchte ja nur einmal so einen Stopp schaffen. Go, bitte. Ja, hier, kein Ding. Selbst mit Handschuhen. Und? Ja, die sind trotzdem viel zu weit. Nein. Oh, das sind wieder die Wurstfinger. Nein, nicht zur Seite. Jetzt. Ey, es ist... Man braucht richtig viel... Oh Gott. Okay. Und wieder los. Dass es da auch noch niemand geschafft hat da vorne. Das wundert mich. Oh, Paluten ist nun 19. geworden. Nope. Krass. Ne, das kennt man auch. Das wird interessant. Okay, ich muss mich konzentrieren. Weiß gar nicht, wer da von wem die Idee gemobst hat. Und, oh Gott, aber das Ausrichten mit der... Oh, nein, ihr Hunde. Mit der Maus wird schwer. Komm, Jordan. Es geht momentan noch gut. Komm, wir snacken euch. Der Barbo. Jawohl. Der Barbo. Jawohl, der ist gestorben. Der macht da, der geht da, der läuft da. Wie junger Gott! Yes! Ey, das kann ich gewinnen! Yes. Komm! Junge! Das gewinne ich! Jawoll! Yes. Erster Platz! Was geht ab? In your fame! Ach nein, das ist ein richtig blöder Spielmodus. Krass! Ey, das ist echt. Da muss man so ein Redi, dass wir hier Dingens trotz dieser Handschuh-Action-Schmäckchen das geschafft haben. Oh nein, da fragt jemand Pelüden. Ich würde dir sehr gerne antworten, aber das Chatten. Das werde ich gleich mal probieren. Oh, wir müssen zur Seite. Zur Seite. Der wird nämlich gleich noch schneller. Oh Gott. Oh. Komm schon. Komm schon. Jetzt nach. Nein! Nein! Nein, bitte. Nein, ich bin sowas verdaut. Ich bin sowas verdaut! Ich lebe! Wir müssen einfach nur stehen bleiben? Nein. Oh Gott. Hä? Wir können gar nicht getroffen werden. Wir sind indestructible. Kein Problem. Hä? Wieso bin ich denn in den Livestreams dabei immer gestorben? Vor allem bei den Sachen. Wir mussten einfach anscheinend nur stehen bleiben. Ey, ich bin besser als jemals zuvor in diesem komischen Rauchschwaden-Spiel. Komm schon. Welches nicht? Das Rauchschwaden-Spiel. Komm schon. Oh. Nein.
Komm, lauf. Nein. Das ist nur noch ein Gegner. Lauf. Ey, das könnte ich auch gewinnen. Das dreht sich gleich wieder. Nein. Ja, zweiter Biene. Okay, warte mal. Ich mach mal. Oh, ich wollte was schreiben. Ah, oh, das ist sowas wie TNT Run. Ah, bloß, dass die sich so... Hat sogar funktioniert. Färben, die Blöcke. Krass. Was? War ich auch cool, aber mit den Wurstfingern... Pidesel. Ab. Oh ja, was? Wir müssen laufen. Nein. Oh, es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Ja, das sollte es auch, Pidesel. Sollte die auch leid tun. Ich wollte eben so nett sein und hab geschrieben. Ninja Turtle. Was grüt ab. Wir können ja noch mal ein bisschen tippen. Alles. Spiele... Gerade. Spiele. Oh, gerade gehen. Mit Handschuhen. Jamtschuhen. Das ist ein bisschen gerade mit Handschuhen. Ja. Komm, mal machen. Ist. ziemlich. Schwer. Oh, nein. Toll, ich hätte jetzt gar keine Handschuhe mehr. 16. Das kann man gar nicht lesen. Denkt sich jetzt auch. WTF? Was? Oh, Horse Race. Horse Race ist gut. Oh yeah. Damals das musste man noch die ganze Zeit, glaube ich, die Leertaste spammen. Oh, und wir müssen auch die ganze Zeit Leertaste... Nein! Ja. Nein! Weltklasse Start. Oh nein! Jetzt, okay, auf die Jagd. Schöne Mario Kart Map. Rainbow. Bitte, lass mich das gewinnen. Oh yeah. Das wäre eine Aufholjagd des Jahres, wenn ich das gewinnen würde. Das wäre übertrieben. Oh. Das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also, okay, ich hätte mir auch vorher nicht vorgestellt, dass es einfach ist, mit Handschuhen zu spielen. Um Gottes Willen, ey. Das ist einfach mega korrupt. Komm schon, dreh dich. Oh, jetzt haben wir den... Nein! Ja, wieso falle ich denn da runter? Wie slide der denn? Mit dem Lag? Aber wir sind... Hä, da ist nur einer vor uns? Nein, wir eiern! Wir eiern! Nein, wir haben irgendwie... What? Weil wir hier mit unserem dicken Finger, weißt du, da einfach nicht richtig drauf kommen. Server jetzt haben wir aber auch ein bisschen. Weise mal, oder ist schon vorbei. Taste. Der Platz. Ach Mensch, das kann doch nicht wahr sein. So, und ich schon würde mal sagen, nachdem wir ja schon einmal Erster geworden sind und mir mittlerweile mit diesen Handschuhen extrem warm wird, würde ich sagen, das ist jetzt die... Nein, das ist nicht das letzte Game. Nee, das lasse ich nicht. Das lasse ich nicht zu. Ja gut. Jetzt das ist natürlich ein bisschen peinlich gewesen jetzt gerade. Achso, oh warte. Wir können ja kurz gucken, wie viele Spiele mache ich tatsächlich noch. Klasse. Oh, ist nicht mehr lang. Kein Problem. Warte mal, gehen wir da mal zum letzten Game. Oh, da können wir noch mal ein bisschen jumpen. Paluten labert Kacke, ich weiß. Ich bin einfach, ich habe wahrscheinlich schon so Hitze. Rainbow Hitze Jump. Das letzte Mal wurden wir da Vierter. Komm. Jetzt nochmal hier alles geben. Go. Komm. Ich habe nämlich einfach auch Angst, dass meine eine Kamera stirbt, denn die hatte leider nur einen roten Balken, weil der Akku entlädt sich immer in das Windeseile. War ja keine und, jawohl. What? Ja. Nein. Zweiter. Nein. Och, das gibt's. Ey, da hat schon jemand geschafft. Oh, warte, das will ich jetzt nochmal spielen. Wenn aber noch Kamera ein bisschen jetzt ausgeht. Kennen, glaube ich, auch alle von euch noch von Zeitokus. Ihr seht da nur noch meine Handcam. Machst du Video? Es tut mir leid. Ich habe mich nicht richtig drauf konzentriert. Ich war auch mehr noch so. Ach. Egal, Leute. Es geht in diesen Runden ja auch nicht darum, irgendwie der übertriebenste Babo zu sein. Zumal ich meine Runde gewonnen habe. Ich habe mein Ziel erfüllt und wir sind auch in den anderen Runden gar nicht schlecht abgeschnitten, das muss man ja einfach mal so sagen. Und ich muss jetzt erstmal die Handschuhe loswerden, ey. Da geht ja auf keine... Boah, ist das warm. Nun gut, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich wirklich sehr über eine positive Bewertung freuen, denn das war schon eine Heidenarbeit, die ganzen Kameras wieder fit zu machen, vor allen Dingen ja den richtigen Winkel da hinzubekommen. Und das Ganze hier, die eine Kamera, die hängt hier gerade auf so einer, das auf einer Lampe. Das war auch wieder eine richtig gute Sache. Die habe ich mit Tape festgeklebt. Weitere Vorschläge in Sachen... What? Bitte unten in die Kommentare. So, genau. Unten in die Kommentare habe ich am Anfang des Videos schon gesagt. Leute, wenn ihr Bock drauf habt, dann lasst eine Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren, was ihr davon haltet. Könnte man ja auch mal wieder das ein oder andere Mal einstreuen. Und ja, das war's mal wieder mit einer kleinen Zeitreise. Insgesamt, Leute, wünsche ich euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, kleine Bewertung da lassen. Und das war's. Haut rein. Tschüss.